das Training des GRK ging soeben zu Ende. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Conditrainer Josef Reißen, heute stellvertretend für den Cheftrainer Gernot Blasnegger beim Training. Aber du bist natürlich in erster Linie Conditrainer, deswegen meine erste Frage: Wie fit ist eigentlich der GRK? Ja, ich würde sagen, wir befinden uns auf einem guten Weg. Wir haben natürlich jetzt noch ein bisschen was vor uns, aber wir sehen, die Mannschaft hat sich gut entwickelt. Wir haben im Winter sehr gut gearbeitet, qualitativ hochwertig gearbeitet, und man merkt es im Training, die Burschen sind fit. Selbst als Conditrainer sieht man natürlich immer Potenzial nach oben, und das werden wir so gut wie möglich jetzt ausschöpfen in den nächsten Wochen, bevor die Meisterschaft dann losgeht. Aber ich glaube, die Burschen sind auf einem guten Weg. Den Winter hast du schon angesprochen. Wie hat das genaue Trainingsprogramm ausgesehen, das ihr erstellt habt für die Spieler? Ja gut, wir haben uns zuerst angeschaut, wie fit die Spieler überhaupt sind. Wir haben Laktattests genommen, zweimal im Winter, um einfach die Entwicklung zu sehen. Und nachdem wir die Möglichkeit eben nicht gehabt haben, dass wir jetzt am Platz zum Beispiel trainieren, hat es ganz normal Heimprogramm gegeben für die Spieler. Wir sind inzwischen so modern unterwegs, dass ich das live verfolgen kann, was die Spieler trainieren, online. Und also es kommt uns keiner aus. Und soweit ich das sagen kann, haben sie die meisten sehr brav dran gehalten. Ihr habt ja jetzt auch die Leistungsdiagnostik mehr oder weniger eingeführt in der Mannschaft. Wie genau stellt sich das dar? Wie wendet ihr das an beim GRK? Ja, wir haben zuerst einen Stufentest gemacht, Laktatum, um mal zu sehen, wo die Bereiche ungefähr liegen, der einzelnen Spieler, wo sie aerob sind, wo sie anaerob sind. Und wir haben diese Stufen dann über Dauertests, haben wir dann diese Stufen versucht zu bestätigen und haben dann noch nachjustiert. Und jetzt können wir uns dann anschauen in nächster Folge, es wird wieder Tests geben. Jetzt in nächster Zeit können wir uns schauen, welche Spieler haben sich entwickelt in den Bereichen, die wir gerne hätten, und welche Spieler stagnieren vielleicht. Und dann muss man eben schauen, ob man das Training anpasst, wie gut der Spieler selbst vielleicht gearbeitet hat. Aber wir versuchen das Ganze langsam auf sehr professionelle Beine zu stellen. Und ich denke, es funktioniert, so wie es dabei einmal ausschaut. Wieso habt ihr eigentlich dafür entschieden? Ist das vielleicht für eine Mannschaft wie den GRK, der nur in der Gebietsliga spielt, vielleicht sogar etwas zu hoch gegriffen? Ja, das könnte man vielleicht so sehen, aber wir schauen natürlich schon zwei, drei Ligen weiter nach oben. Und desto früher man ein gewisses Fundament aufbaut, umso leichter tut man sich später. Wir sind jetzt spielerisch sicher die beste Mannschaft in unserer Liga, konditionell wahrscheinlich auch, aber wir haben das Ziel, jedes Jahr aufzusteigen. Und wir müssen schon vorbauen für die nächsten Ligen. Und das versuchen wir damit zu tun. Wir versuchen quasi den Grundstein für eine nachhaltige körperliche Entwicklung unserer Spieler zu setzen damit. Und ich denke, das ist auch die einzige Möglichkeit, um den langfristigen Erfolg zu garantieren. Ihr trainiert jetzt ja mittlerweile schon seit zwei Wochen wieder. Jetzt gerade in der Vorbereitung bis zum ersten Meisterschaftsspiel, wie sieht das Training da aus? Was sind da die Unterschiede? Wird mehr Wert gelegt auf Kondition, Ausdauer, Kraft? Wir haben uns als Trainerteam dazu entschieden, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein Heimprogramm. Dort sind die Spieler sehr, sehr viel gelaufen. Wir haben gesagt, okay, genug gelaufen. Als Fußballer, glaube ich, gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man dann in der Vorbereitung die Laufschuhe mitnehmen kann auch noch. Das heißt, wir versuchen jetzt so viel wie möglich mit Ball zu machen. Natürlich haben wir immer noch das Ziel, konditionell uns zu verbessern. Das heißt, das ist natürlich auch drin. Aber das Ziel, auf das wir uns geeinigt haben, ist so viel Ball wie möglich und so wenig Laufschuhe wie möglich. Und ja, das werden wir uns sicher halten. Und jetzt im sozusagen normalen Training zwischen den Meisterschaftsspielen unter der Saison, wie viel machst du da auf Kondition, oder wird da mehr Wert auf die Spielweise und Taktik gelegt? Es ist ein Mittelweg.
ich glaube, es funktioniert sehr gut. Wir machen viel, wie gesagt, wir haben sehr viel Konditionen gearbeitet und um das mehr machen wir jetzt Spielformen und um das mehr wird jetzt Taktik gemacht. Einfach, dass das Mannschaftsgefüge wieder zusammen funktioniert für die ersten Meisterschaftsspiele nachher. Und wie gesagt, das variiert ein bisschen. Es kommt auch darauf an, um jetzt wissenschaftlich zu werden, auf den jeweiligen Mikrozyklus, in dem wir uns gerade befinden, wird dementsprechend mehr konditionell gearbeitet oder eben nicht. Was glaubst du, kann die Fitness vielleicht sogar ein entscheidender Faktor sein im Rennen um den Aufstieg? Absolut. Wir spielen eine konditionell sehr anspruchsvolle Form des Fußballs. Wir versuchen vorne zu attackieren. Wir wollen schnellen Angriffsfußball spielen. Und da ist Kondition absolut entscheidend. Du musst in der 90. Minute genauso fähig sein, den Sprint zu gehen, den Weg zu gehen. Und das geht nur über die dementsprechende Kondition. Das heißt, für unser Spiel ist es extrem wichtig, dass die Spieler fit sind. Und ja, ich glaube, es kann spielentscheidend sein. Ja. Dann will ich zum Abschluss noch einmal kurz auf deine Person ein wenig eingehen. Du bist ja selber Ironman, also äußerst sportlich unterwegs. Warst, glaube ich, schon ein paar Mal in Klagenfurt, auch recht erfolgreich. Hast du sonst noch irgendwelche größeren Erfolge gehabt oder wo bist du schon überall unterwegs gewesen? ja, es ist richtig. Ich komme eigentlich aus dem Ausdauersport, also jetzt nicht direkt aus dem Fußball. Habe nur in der Jugend ein bisschen gespielt. Ja, ich war zweimal in Klagenfurt dabei beim Ironman und jetzt letztes Jahr in Wales. Hat gut gepasst für das, was ich trainiert habe. Bin da sehr zufrieden, bin auch einmal mitgefahren beim Race Around Austria und bin momentan am Überlegen, was ich heuer machen soll, vielleicht den Mozart 100, was ein Laufevent ist über 100 Kilometer, aber es wird mir sicher wieder irgendwas einfallen, womit ich meine Zeit vertreiben kann, ja. Dann wünschen wir dir dafür alles Gute und eine allerletzte Frage, die sicher jeden GRK-Fan interessiert. Wer sind beim GRK die besonders fitten und die besonders faulen Spieler? Ja, also wie man sehen kann, unser Dormann-Trainer Heinz Lienhardt ist natürlich einer der fittesten. Ja, sonst sage ich jetzt gar nicht mehr dazu. Wir sind alle gleich fit, mehr oder weniger. Vielen Dank, Josef. Danke.